So, dann haben wir jetzt noch diese Dinger. Bruder macht halt einen Breakdance, wenn er stirbt. Perfekt, wir haben sogar schon alle. Dann können wir ja tatsächlich auch schon abgeben. Das müssen große Mammuts gewesen sein. Leben. Missgestalteter Fuß. Etwas daneben. Ja, dann gehen wir mal die Quest ab. Was kann ich für euch tun? Habt ihr es geschafft, die verdrehten Clowns zu finden? Ja. Siehe den Ehrenfreund. Colvin schaut bewundert auf die Clowns, die er mitgebracht hat. Die werden mehr als ausreichen. Garlocks haben ein Sprichwort, welches hier sagt: Wer dreht die Klausel, umso mehr Macht besitzt sie. Ich bin mir sicher, dass Erzmerger wird bei der dieser Explosion was für sein Geld bekommen. Das Licht sehen wir euch. Oh, Junge. Ah, Schotter. Es ist halt wirklich nur einen einzigen kritischen Trefferpunkt schlechter als das, was ich gerade anhabe. Na, wir kommen da. Vielleicht kriege ich ja noch. I don't know. Wie geht's? Alles klärchen! Irgendwann was Besseres. Perfekt, das Einzige, was wir nun brauchen, ist, damit eine Tierleiter zu besorgen. Hinfort, hinfort! Habt ihr die Eier? Man sieht Oh, sich! die sind aber wirklich schön. Ich bin die Gesellschaft mechanischer Eichhörnchen. Ich bin ja so leid. Es wird wundervoll, einen Begleiter zu haben, dessen Gelenke nicht geölt werden müssen. Hinfort, hinfort! Dachchen, Braucht ihr etwas? Der sieht aber schön aus. Umhang des tödlichen Spiels. Mäh. Himmelstrophäengewehr. Ja, ich nehme den Bogen. Brutmutter Silva, Silviana ist vermutlich ein wütendes Gröll aus Zellen, Stacheln und Klauen ihr habt ihre Kinder gestohlen und keine Mutter kann so etwas verzeihen. Die kleinen Biester sind zwar aus ihren Eiern geschlüpft, aber sie lieben dennoch wie euch. So wie euch. Was? Aber sie lieben sie dennoch so wie ihr eure Mutter liebt. Joa. Kann man mal so stehen lassen. Sie wird zugleich verzweifelt und wild sein. Alles, was Helmut an einem Gegner liebt, ihr und er zusammen mit diesen Mammut sollte gewachsen sein. Sie hält sich am nördlichen Rand der wilden Dickichts auf und hungert nach Rache. Schönen Tag auch. Huch. Das habt ihr. Das sieht wie ein guter Ast aus. Markiert das Ziel und gibt mir ein Signal, sobald ihr die Kolonisation zum Angriff bereit seid. Was? Helmet Angriff signalisieren. Ansturm. Ausspießen. Okay. Ah, hier sind die Viecher. Na, kommen wir mal durch.
Wir können also die Quest abgeben. Das war ja mal einfach. Boah, komplett andere Seite. Was kann ich für euch tun? Nun, ich hätte eine komplette Rede vorbereitet, aber der alte Mann höchstpersönlich möchte einige Worte an euch richten. Für die Allianz. Was kann ich für euch tun? Ich habe den großartigen Kampf verpasst. Schön, euch zu sehen. Da waren wir also auf dem Stampfwiesröcken im Galopp auf dem Weg in die Schlacht. Alles ist durchgerüttelt worden und konnte kaum meine Waffe ruhig halten. Und dann habt ihr, wie ihr es gesehen, das fürchterliche Biest. Ihr braucht alles in Kraft, um Stampfi zu halten. Die Schlacht war ein Nebel aus Blut, Blei und Schweiß. Der Angriff der Brutmutter kam schnell und schneller. Aber am Ende haben Hydra und ich es geschafft, durch die Anwendung unseres Verstandes und durch Teamwork und haben wir diese herrliche Trophäe zum Andenken unseren Sieg. Decke ich da ein wenig Eifersucht, Dorian? Nun, ich weiß ja nicht. Ich war hier, hab mich aus dem Feuer gekümmert, mich aus Spinnig über die Schattenseite von Zahn hinunterhalten und das war schon ziemlich episch auf seine eigene Art und Weise. Uff. Eieieiei. So, wenn ich mich nicht irre. Sollte hier jemand sein. Wo man seinen Stein ein bisschen sortieren kann. Zenit spielten gerade. Ah, dieser, ja. Du hättest leben können, Mädel. Aber du wolltest ja nicht. Wir brauchen irgendwann mal besseres Transmog für uns. Ich habe mich schon wieder. Ich habe schon wieder autopilotet. Es ist aber auch schlimm mit mir. So. So, hier müsste doch jemand sein, mit dem Stall. Genau, Stallmeister. Ich würde gerne einen Platz für meinen Stall. Ja.
Stimmt ja, das war die hier. Für die Allianz. Und dann würde ich nochmal nach da hinten fliegen. Mir nochmal schnell einen Rock holen. Dann können wir von mir aus weitermachen. Ja, ich weiß, das ist eine kleine Detour, aber ich habe Bock auf diese Vögel. Schon wieder so falsch. Oh, die sind ja auch zähmbar. Wusste ich ja nicht mal. So, dann gehen wir hier kurz unsere Begleiter frei. Umbenennen, wie nennen wir ihn denn? Farbig schön. Das ist ein schöner Name für den Vogel. So, dann packen wir noch den anderen Vogel mit rein. Und dann haben wir eigentlich. Dann können wir sozusagen weitermachen. Wir fliegen jetzt gerade mit. Mit 150. Meh. Aber spätestens in Mist of Pandaria können wir doppelt so schnell fliegen, wie wir jetzt fliegen. Was ja auch irgendwo ein Ziel ist. Wir sind gleich da. Das ist der Stallmeister. Braucht ihr Hilfe? Seid vorsichtig. Und dann nennen wir den anderen Vogel noch Rimuru. Ehre dem König, Freund. Ziehe den Ehrenfreund. So, jetzt bin ich hier mit meinen beiden Vögeln.
Mit denen mache ich mich auf den Weg, um Kimchi hier zu können.